Der Verlust von nutzbarem Boden in den Trockenzonen der Erde, die sogenannte Desertifikation, ist ein globales Problem und hat dramatische Dimensionen erreicht. Mehr als ein Drittel der landwirtschaftlich nutzbaren Flächen der Erde, im Bild rot markiert, sind gefährdet oder betroffen. In den Trockengebieten der Erde bedroht Desertifikation mehr als 2 Milliarden Menschen. Das ist ein Drittel der Weltbevölkerung. Die Hälfte von ihnen lebt schon heute in Armut. Nahezu Gesamtaustralien ist von Desertifikation bedroht. Große Teile Süd- und Zentralasiens und Chinas, die Region um das Mittelmeer, weite Landstriche in Nord- und Südamerika. Es trifft vor allem die Randgebiete der großen Wüsten der Erde. Aber auch dort, wo nie eine Wüste war, entstehen Wüsten neu. Jedes Jahr verödet eine Fläche doppelt so groß wie Österreich. Am stärksten betroffen ist Afrika, wo bereits 3/4 der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche bedroht sind.